herzlich willkommen zu einem neuen Video. Geht schon los? Das wird ein ganz beklopptes Video. Weil wir eine sehr gute Idee haben. Das, was ich eigentlich machen wollte, wollte ich eigentlich heute Morgen machen, wenn gar keiner hier ist. So, haben wir geschafft, wenn man sich so umguckt. Ne? Es ist 12.27 Uhr. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe nicht verschlafen heute. Nee. Nein, ich bin zu spät. Eigentlich wollten wir es gestern drehen. Gestern war ich zu krank. Heute Morgen war ich immer noch krank, war da ein bisschen beim Sport, bin jetzt ein bisschen wacher und jetzt ist 12.20 Uhr und ich habe 1,5 Stunden gebraucht, um hinzukommen. Ich musste drehen von Dortmund in Düsseldorf. Aber Verkehrschaos oder wie? Ja, ja. Alle Ausfahrten sind zu. In Düsseldorf habe ich gedreht und habe mich dann einfach nochmal in den Stau gestellt aus Düsseldorf. Also wie ihr sehen könnt, es ist der zweite Samstag gerade. Ich würde fast sagen, es ist, also als ich vorhin, ich habe mir heute Morgen es angetan und bin um 3 Minuten vor 9 durch den Haupteingang gegangen. Boah. Bin aber mit Absicht hinten so ganz nett an allen dran vorbei, weil die Blicke immer witzig sind. Ne? Wenn du yeah, so, das war, so, und dann standen die wirklich wie so bei so einer Apple Store Eröffnung. Yeah. An der Schranke um 9 und so alle rein. Nein, es war wirklich ganze Vorhalle voll. Wirklich? Komplett voll und dann ging es schon nach draußen. Früher ging es aber bis zum Parkplatz. Aber das Erlebnis. Das ist wirklich geil, weil die stehen ja da wirklich. Aber ich finde es sogar geiler, irgendwie heute hier zu sein, als an der Mittwoch. Ja, nein, das definitiv. Weil, ich weiß, du siehst die Autos nicht so krass, das stimmt. Welche Autos? Ja, genau. Aber das Gefühl ist halt wirklich, das ist Essen Motorshow, seitdem ich 14 bin, bis 42. Boah, das hört sich echt kacke. Warst du mit 14 schon hier? Ja, ja. Ich war ja relativ spät das erste Mal auf der Essen Motorshow. Ja, um 35 Sachen. Nee, also ich würde sagen, ich war das erste Mal auf der Essen Motorshow vor 8 Jahren oder so. Was? Ja, wir waren ja in Hannover immer weit weg. Das ist ja so. Das ist eine Weltreise für uns damals gewesen. 250. Ja, aber es war schon so, ja, ich würde sagen, das erste Mal 2013, 14 vielleicht so. Ja, ja, ist kein Spaß. Ja. Das war das Jahr, da hattet ihr den gelben Truck in der Halle 2. Ja. Das Jahr war das. Krass. Nein. Ich bin hier als Ruhrpott-Junge, dieser Prospektjäger, keine Kohle mit der Straßenbahn, dann mit der S-Bahn, dann mit Bus und anstellen und frieren, zurückfahren, in der Bahn sitzen, träumen. Ich weiß noch, Racing Dynamics hatte damals so, das fand ich unheimlich cool. Und dann guckst du dir die Felgen an und fährst zurück. Und deswegen habe ich auch so eine krasse Verbindung. Ja, wenn ich jetzt so die ganzen kleinen Boys sehe, das war genau ich. Naja. Aber dann auch richtig Stoßstange und Scheinwerfer ausgeschleppt? Mit 18? Ja, ich hatte nicht so die Kohle. Nee. Ich war so. Mit 19. Ich habe mal eine Lippe hier gekauft für einen Golf 4. Ich habe mal einen Subwoofer gekauft, der Klassiker. Ich habe. Ich glaube, ich habe sogar noch Golf 4 Rückleuchten gekauft. Ja. Willst du was trinken noch schnell? Ja. Ich habe so trockene Lippen. Ich auch. Also, eigentlich wollte ich heute mit dir über deine Autos quatschen. Ja, das ist die beste Idee heute. Wir gucken mal, ob wir uns da irgendwie hindurchgemogelt kriegen. Aber erstmal müssen wir einmal zur Limo rübergehen. Ja, bitte, auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken. Typisches Rennauto für die halbe Meile, natürlich, ne? Natürlich. Natürlich, klar lag alles durch. Volles Programm. Vor allem Marius hat oder wirklich. Ist das mit klar lag oder 2K? Ja, nee, also da wird auf jeden Fall klar lag drauf sein. Der hat halt hammerhart selber noch alles durchgespachtelt. Also ist kein Lackierer, aber wollte es so gut dann, dass er sagt, nee, er muss es selber machen, hat wirklich jede Ecke gespachtelt. Also selbst hier überall noch mal mit. Ja, das weißt du, das ist assi. Ja. Egal, muss man halt machen für die halbe Meile, ne? Sorry. Was wiegt der jetzt so? So noch nicht gewogen, aber ich denke mal so 850. 850 ist ja auch der Dreh. Nein. Deswegen, jetzt bin ich ja auch vollgefräst. So, wir gehen mal hier weiter lang. Achtung, dürften wir einmal durch. Danke sehr. Guck dir, wie viel Platz da ist. Alter! Das ist krass, du denkst ganz an der Motorhaube. Alter! So, und es ist jetzt ja nicht so, dass da noch so viel hinkommt. Hier kommt ein Wasserrohr hin, das war's. Also du kannst das wirklich. Kennt man gar nicht. Du kannst gefühlt Wastegates fast Lada schauen. Aber ganz ehrlich. Warte mal, die Antriebswelle vorne. Ja, das geht nicht, ne? Es wäre fast geil, wenn du die Spritzwand wieder rausnehmen würdest und setzt schick den Motor nach hinten. Aber mit der vorderen Differential wird natürlich dann nicht so geil. Weil so ist es halt genau gerade von Wellen her, ne? Ja, so, ja. Aber ich find's Wahnsinn, wie viel Platz hier oben ist. Weil man denkt ja, bei dem Motor, das hat gar keinen Platz. Ja, ist ja auch nicht. Also bei meinem RS4 ist hier die Todeszone. Ja. Wie viel ist der jetzt tiefer? 3 cm. Da haben wir manchmal drüber gesprochen. Ja, war auch der richtige Weg, einfach den Motor runterzusetzen. Voll. Weil es hat so und mit Längsdrehern gerade so gepasst. Aber und Krümmer musste nicht verändert werden. Nee. Das ist genau so. Aber ja. Hier geht's auch so zum Ladeluftkühler runter. Aber willst du Luft fahren oder was? Ja. Nee, Luft. Luft, weil mit 18 Düsen, die werden das schon regeln. Weil das ist halt das Geile, du kannst jetzt wirklich 6 kleine Düsen unten reinmachen, gehst wirklich dann in die obere Rail und gehst nur mit einem Ausgang wieder zurück. Ne? Aber ist für dich nicht auch geil, dass
immer wieder weitergeht, weil ja, ja. Dieser Motor, diesen Motor verfolge ich ja jetzt auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Und ich freue mich jetzt auf den Stepper umso meisten, weil das jetzt wirklich so, ja, das ist jetzt dafür einfach jetzt mal gebaut, was es tun soll. Das soll einfach nur maximal schnell sein, maximal viel Leistung haben, ne? Maximal. Ja, maximal. Maximal. Ja, wirklich maximal. Maximal heißt Alkohol oder maximal heißt? Eine Mischung. Ehrlich? Also ganz anderes Konzept jetzt, ja, eigentlich. Ja. Okay. Ich würde eigentlich gerne eine Mischung Ethanol und Methanol fahren. Das ist natürlich wieder assi, ne? Ja, ja. Jetzt muss man dazu sagen, hier guckt ja so ein kleiner Zapfen von der Platte durch. Ja. Das heißt, du musst dir erst die Platte drehen lassen, dass der Zapfen durch kann und dann quasi die Titanschraube mit der Titanschraube. Richtig. Ja, ist ja so geteilt. So, aber auch so. Merken sowas Leute? Erkennen ja, ja, schon. Also nicht jeder, manche werden sich denken, okay. Warum hast du den Wasserkühler drin? Weil das ist, den gibt es so eigentlich gar nicht. Das ist ein Amerika-US-Modell ohne Getriebekühler. Ah. Naja, der ist ohne Getriebekühler, der ist dadurch ein bisschen größer und reicht vollkommen. Und ich aber Kunststoff cool? Ja, ich mag es von Optik her eigentlich. Ja, ich finde ja, das so ja. Noch relativisierter. Aber auch guck mal, wie das mit der Trockensumpfung halt gerade so passt. Ne? Ja, man würde schon was wegnehmen. Ja, ja, klar. Musst du was wegnehmen? Ja, ein bisschen wegnehmen, aber es geht immerhin so da rein. Und willst du die Kühler dann auch steuern über Steuergerät oder willst du die. Ja, ja, nee. Nein, komplett alles über die Power Management Unit. Komplett? Komplett alles. Kein Sicherungskasten mehr, gar nichts. Und wann soll das Auto fahren? Zwei Monate? Ja, es sind noch ein paar Leitungen, ein paar Kabel. Da sehe ich entspannt. Also ich sehe keine Nockenwellen. Die Bilas. Sonst hätte ich bin zu faul. Soll das Lieferzeit bedeuten? Ja, ja, klar. Also ich bin mittlerweile ehrlich gesagt zu faul, jetzt irgendwelche anderen einzubauen, das zweimal zu machen. Das mache ich nicht mehr. Aber so jetzt noch mal zwei Monate drumherum ein bisschen was bauen. So, das ist eine R35 Ansaugbrücke. Ja. Die habt ihr gemacht und den Fuß habt ihr gemacht, ja. Ne? Obwohl der Winkel schon ganz schön krass ist, ne? Ja, den Fuß hat damals hier TTD mit P Motors gemacht. Ja. Der fährt das bei sich auch, allerdings mit einer originalen R35 Ansaugbrücke. Da stehen, okay. Da stehen die Drosselklappen mehr hier so. Ja, ja, ja. Aber das passt halt einfach zum Auto. Das ist die alte von Paul, ne? Da sind 3000 PS durchgegangen. Geil. Und er steht hier vor und denkt sich so, boah, irgendwie ist das ganz schön Kindergarten, die Brücke hier drin, weil er weiß ja, ja dass das nie wieder in die Richtung gehen wird. Ne? Was, wie viel Leistung denkst du, wird dieses Auto haben? Also ich hoffe 1500. Mit was für einem Sprit? Mischung aus... Weil ab dem Punkt ist es ja nur noch Sprit. Genau, eine Mischung aus Ethanol und Methanol. Ja, aber dann... 50-50. Ist immer doof zu sagen, aber das sollte der ja dann auf jeden Fall machen. Und dann kommt dann doch irgendwann wieder der Punkt, dass die Turbolader einfach zu klein sein wird. So, ne? Abgasgröße, ne? So, ich kann das jetzt zwar radikal bauen mit Ansaugung gerade auf die Lader und so, aber trotzdem... Ja. Nee, aber das hat mich richtig motiviert hier. Dass man einfach mal rankommen kann irgendwo. Weißt du, kannst einfach mal eine Schaltung ran hier. Aber ganz ehrlich, ist es jetzt nicht falsch? Das Auto ist so schön und so. Also, darf ich das sagen? Ja, klar, kannst alles sagen. Ich würde. Okay, jetzt wird's hart. Ich würde den Motor rausnehmen und würde hier einen serienmäßigen Motor einbauen und das Auto zulassen und fahren. Ach so, ja. Aber das klappt mit dem Carbon leider nicht. Nein? Seitenteile, ne? Schwierig. Ja. Also mit einer kompletten Serientechnik könnte man die Sache angehen. Aber da muss wirklich voll Serie sein. Da muss die einzige Baustelle das Carbon erstmal sein, dann genau. Kann man sich das, da bestimmt. Das hätte ich aber genau. Gesagt. Weil das Auto ist so geil. Nee, aber ich will nicht anders machen. Weil du hast ganz genau, mit dieser Leistung und dem Betrieb, was du machst, wird so viel kaputt gehen und so viel gerampelt sein. Ich mache hammerhart ganze Auto in Folie. Durchsichtig. Ach so. Ganze Auto bis A-Säule hoch in Folie, dass man das Ding wirklich mit der Optik auch nutzen kann. Also noch gut 7 Kilo Folie drauf. Weil ich finde es halt immer noch mal geil, vielleicht zum deutschen Auto mal auf was Siemer zu sehen. Also. Ja. Und dafür brauchen wir natürlich auch dann Knaller. Ja. Nee, aber ist auf jeden Fall. Aber ganz kurz, du hast gerade was gesagt. Also in 2 Monaten geht der an. Ja. Und was? Wir müssen das wetten. Wir müssen eine coole Wette machen. Okay, wir machen eine coole Wette. Du sagst an. Am 10. Februar. Mhm. 10. Februar. Mhm. Läuft. Ich muss los. Warte, weg. 10. Februar was? Genau. Dass der Motor läuft, dass die Schlüssel umdrehen und der läuft. Und man fährt? Ja, dann, wenn der Schlüssel dreht, fährt er ja auch. Also. So, ne? Geht so. Also alles drin, alles dran. Ja, schon, eigentlich. Ehrlich, 10. Februar, okay, dann bin ich bereit. Okay. Ich war dabei, ne? Ja. Also, was sagt er nicht? Also sag was. Januar könnt ihr mich schon mal abschreiben, bin ich erstmal weg. Wenn der am 10. Februar fährt, fahren wir zusammen mit Limo und Supergolf auf ein Event zusammen. Okay. Aber ich muss sagen, ob ich bis zum 10. Februar so weit bin, weiß nein, ich nicht. Nein. Also irgendwann dann ganz in Ruhe okay, machen wir irgendwann zusammen. Weil das wäre auf jeden Fall was nebeneinander irgendwo mal schaden. Versprochen. Scheiße, Alter. Marius, Urlaub. 100%. Machen wir.
zu überlegen, welche Teile fehlen könnten. Okay, ich muss zu Debilas, die müssen ein bisschen Gas machen, kriegen wir hin. Nein. So, pass auf. Das ist nicht ohne, ne? Ja, ich weiß. Weil, dass man erst wieder so richtig rankommt, ist eh im Januar. Okay, gut. Das wird lustig. Sollen wir runtergehen? Ja. Okay. Aber auf jeden Fall, ich habe wirklich noch keinen einzigen Blick auf den Porsche gesehen. Kein? Kein. Mit Absicht nicht. Ist es das beste Auto, was du je gesehen hast bisher? Ja. Wirklich? Also ja. Wirklich? Ja. Kein Scheiß, ist wirklich. Das ist kein Scheiß. Und es ist so verrückt für mich, dass es dann auch wirklich, also mein Auto sein darf. Mhm. Und so, wenn man das jetzt so sieht, so hat man das oft gesehen. Deswegen ist es, glaube ich, schwer nachvollziehbar für manche Leute, dass sie sagen, so, warum sagt er, dass es das beste Auto ist? Weil, wenn du den Wagen jetzt nehmen willst, dann würdest du ihn falsch rum, ohne Räder hinstellen, würde er exakt genauso aussehen. Mhm. Komm her. Wenn du da so reinguckst, so von den Schrauben, Plastikteile, Dichtung, Lederteile, Elektrik, Kabel, Kabelbaum, Leitung, egal, guck mal, egal was du siehst. Ja, alleine erstmal das Lackbild ist halt schon krass, ne? Genau, das Lackbild ist halt wirklich außergewöhnlich gut, auch wenn du so drüber gehst. Nee, auch so, man sieht das ja immer so, wie so Kanten nach dem Lackieren sind, ne? Krass. Ist eigentlich so ein Auto, wo man mal wieder anfangen müsste, hatten wir auch drüber gesprochen, mal so ein Rad ab. Und ja, eigentlich yeah, so ohne ein Rad hinstellen. Ne? Bei dem Auto 100%, das ist so falsch und so schade, dass das Auto. Also ich denke, man kann ja erahnen, was so los ist, ne? Aber wie gut es wirklich ist, wenn du Tankdeckel aufmachst, wenn du den Deckel hinten aufmachst, das ist wirklich alles eklig gut. Weil dann ist es ja eigentlich für das, was es kostet, fast noch viel zu billig. Viel zu billig eigentlich. Nicht ne? Ein bisschen. Das Auto ist viel zu billig, finde ich. Weil ich weiß ja, wenn ich es selber in der Qualität so bauen wollen würde, sind schon mal 2 Jahre von meinem Leben weg. Das ist der erste Punkt. Ich verstehe nicht, wie ihr das macht. So, ne? Und ja, das wird einfach das Know-how und die Erfahrung sein, ne? Ja. Dass er ganz genau weiß, ist das hier. Sind die getönt? Ist das getönt? Sind die ein bisschen dunkler als Original? Ja, du tönst sie nicht. Hier unten ist so eine Reflexions-Alufläche. Die reflektiert nicht wirklich, aber die ist Aluminium lackiert original. Und du musst nur das untere Teil, das musst du schwarz lackieren und dann wird der Scheinwerfer schwarz. Ja, ja. Das ist der gleiche Scheinwerfer. Krass. Und das Auto hat TÜV. So, wie ist es? In der Höhe. Schon gefahren? Ja. Also, findest du den auch fahren? Ja. 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 Also ich möchte den fahren, aber... Boah, stell dir mal vor, damit jetzt bei dem Wetter im Regen so nach Hause fahren, ne? Da blutet das Herz. Weil diese ganzen Ecken und Ritzen, das kriegst du ja überall nie wieder raus. Wenn da jetzt einmal Wasser drin ist... Das wäre so schlimm für mich in mir beim Fahren. Das wäre wirklich, wirklich scheiße. Weil schau mal hier. Krass. Dieser Flamingo und so, ne? Ich meine, die Details sind schon geil. Guck mal, der ja, ja, boah. Vor allem, ja, der ist halt auch ein bisschen die letzte Ecke so perfekt auslackiert. Ja, wieder Gold. Ja, ja. Krass. Und ich weiß ja, wie viele Stunden das da schon waren. Genau. Wenn du jetzt hier so drunter gehst, diese ganzen kleinen Ecken und Details. Und wenn es etwas, wenn man was Carbon machen kann, was nicht irgendwie die klassische Porsche hier kaputt macht, ist es aus Carbon. Vorne der Kofferraum komplett. Alles, was du dir vorstellen kannst. Guck mal, die Optik so, wie das Rad steht. Also, nein, auch gerade wenn man von der Höhe sich den Lack anguckt, sieht man ja immer, wie gut er ist. Krass. Und es ist nicht nur für mich so, sondern die sind alle so. Ja. Wann kam die, also was ist durch den Kopf gegangen mit dem Pink? Wie bist du zu dieser Farbe gekommen? Weil ich mag ja Porsche sehr gerne und beschäftige mich mit Porsche, seitdem ich 16 bin und habe dann sehr früh angefangen zu arbeiten und es gibt so ein paar Farben, die sind einfach period correct so, ne? Mhm. Und ein paar Farben nicht. Mhm. Es sind ein paar Leute, man darf machen, was man will, jede Lackfarbe lackieren. Und da der Trend so groß ist, lackieren die Leute ja in allen möglichen Farben ihre Autos. Diese Farbe ist auch Porsche korrekt, aber die nimmt fast keiner. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, die Originale, die es damals so gab, die ist etwas zu schwer. Mhm. Und habe ich angefangen, ein bisschen zu mischen mit Weißlack und Orange ein bisschen, um diesem Auto diesen Flamingo-Style und halt diese Leichtigkeit zu geben. Weil die anderen Autos sind oft, die rosa sind, wie zum Beispiel der A3 oder so, die sind so schwer. Sehr rosa. Und der ist leicht. Weil er sieht live auch leichter aus als auf Bildern. Ja. So, ne? Also live ist das ja schon wirklich, dass das in Richtung so ein Weiß so richtig geht. Ne? Für mich ist aber immer wieder schwer, wenn du so eine Farbe selbst mischt, dir vorzustellen, wie das dann bricht, das Licht, also wie das über die Kotflügel geht und so.
Und das ist gar nicht so einfach. Aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr zufrieden mit dem Farbton. Das wäre meine Frage gewesen. Jetzt im Nachgang bist du aber immer noch, sagst du, perfekte Entscheidung. So, oder? Man muss auch wirklich dazu sagen, bei dem Auto ist es wieder so, hättest du das Auto schwarz lackiert, wäre er genauso perfekt, aber es wäre nicht so ein Unikat irgendwie. Das Ding ist jetzt kein Flexen oder sowas. Ich habe das gleiche Auto ja nochmal in schwarz. Und so Leute, so dieser typische Mann, die kann das Auto rosa machen, die muss es schwarz machen. Denke ich mir, das muss ich nicht. Ne? Also dieses, wenn man das Auto so fährt, ist man kein Mann. Quatsch. Nee, nee. Zweitens würde ich am liebsten die Fresse sagen, Digga, ich habe noch einen, der ist schwarz. Ne? Also, aber das ist doof. Naja, verstehe ich. Naja, aber ich finde die Farbkombi so tatsächlich auch geil. Ja, ne? Und auch Innenraum, wenn man da jetzt mit der Farbe Gas geben hätte, wäre das auch super. Nee, das, also gerade so auch jetzt mit der gelben Bremse und nicht mit einer pinken Bremse und so, finde ich. Felgen bleibt so oder hast du da schon wieder irgendwas so in deinem Kopf noch so? Perfekt. Nein, perfekt. Für 22. Nein, perfekt. Ich sage, da kommt irgendwann noch ein anderes Nein. Gut, da wir das auch auf Video haben. Nein, aber für mich ist dieses Porsche-Ding. Nein, kein Fall. Das ist perfekt so. Nein. Ich finde es auch perfekt so, aber ich weiß ja halt so, oder? Ich finde es in dem Supercom. Ja, da wollte ich jetzt als nächstes sagen. Okay, komm. Auch perfektes Beispiel, wie aus einer Resterampe ein perfektes Auto wird. Das ist keine Resterampe, da haben die Leute schon recht. Also irgendwann ist es dann auch mal eskaliert so. Wir haben aber ganz klare Projekte für nächstes Jahr vor, der Twingo zum Beispiel jetzt schon. Aber wir bleiben. Wir wissen jetzt, wie Resterampe geht. Aber ich bin da ja auch Experte drin, ein Projekt langsam anzufangen und dann voll eskalieren zu lassen. Ne? Aber ich finde das vollkommen okay, weil man wächst ja auch mit so einem Projekt. Ja, das stimmt. Weil es war ja am Anfang schon anders, aber guckt euch das Ergebnis an, weil es ist ja schon geil einfach. Ist es auf jeden Fall und das ist auch hier okay so, aber für mich ist der Punkt auch, ich kann nachvollziehen, dass du als Zuschauer, und darum geht es mir schon, dass es den Leuten gut geht, dass es Spaß macht, dass du irgendwann beim Zuschauen dir denkst, ich komme nicht mehr mit so. Ja, aber es muss ja auch weitergehen, finde ich. Also ich finde schon so, dass das irgendwann noch so der Punkt ist, wo nächste Level, muss ja auch spannend bleiben. Ja, nee, schon. Ist es ja. Ich meine, das Auto, also jetzt mal ohne Scheiß, ich kenne wenige E36, die solche Ballermänner sind. Ne? Mhm. Das ist schon echt viel. Geil. Egal, auf jeden Fall. Ich finde auch, deine Autoauswahl dieses Jahr ist auch anders als sonst. Warum? Oh. Weil es ist deutlich tuninglastiger und gebauter. So, weißt du, das war ja sonst schon immer mit wilder Folie. Klar, hier ist auch wilde Folie drauf, ne? Ja. Da ist einmal alles angefasst, was geht. Mhm. Einmal alles umgebaut, was man umbauen kann. Und hier eigentlich auch alles umgebaut, was umgebaut. Das ist ja, wird schon das alles irgendwie Unikate, die halt richtig Tuning so in sich haben. Alter. Ja, das stimmt. Schon, weil hier alles, da alles. Und da ist ja so richtig alles. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. So. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn wir sowas drehen, ne? Die bauen Augenkontakt auf und die rufen mich her zum Foto machen. Also ich finde sowas wirklich an Unhöflichkeit kaum zu überbieten. Ja. Oder? Ja, ich bin echt fasziniert. Wir könnten ja kurz das Video für eine Stunde unterbrechen und du gehst einmal rum zum Fotos machen. Echt krass. Also das war ich nicht böse, aber ich verstehe die Idee nicht so. Wer ist hier wieder auf das Design gekommen? Das war Max. Da bin ich, also andersrum. Ich zeig mal schnell was. Ich mach mal ihm was. Aber das zeige ich nur ihm und sie ist in seinem Gesicht. Was für ein Aufwand das bei uns bedeutet, wenn wir sowas machen. Das ist eine Sache, wo ich euch wirklich extrem drunter beneide, weil gerade diese Design-Sachen sind schon krass. Müssen wir auf Stand runter? Ja. Okay. Okay, wir sind weg. Ja. Wir sind zurück. Weiter geht's im Text. Mein Lieblingsprojekt. Ja, meins auch. Na! Ja. Mittlerweile ist es ja eigentlich jetzt fast Supergolf 2.0, kann man ja schon voll, fast sagen. Voll. Weil ist jetzt ja schon. Das ganze Auto von hier nach da ist ja ein anderes Auto. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Supergolf in Silber mit den Streifen drauf, dachte man schon, boah, was du dir da wieder ausgedacht hast, krass. Mhm. Ne? Und es ist jetzt ja wirklich selbst optisch nochmal wieder ganz was anderes. Neues Auto. Ja. Wo der weiß war, haben alle schon gesagt, viel besser. Aber dieses Minimalistische, weil das ist ja jetzt nicht viel Design drauf. Okay. Aber ich muss auch sagen. Vor allem auch die Streifen hat für mich so ein bisschen was wie so ein Mars-Auto. Weißt du, wie als wenn das so Ding ist, was so auf Mars auf einmal fährt. Voll, wo ich denn rausgefahren bin, aus der Halle raus und du das Auto rollt. Ich habe gesehen, Amando und all die Jungs, alle gucken so und das sieht so unwirklich aus, wie sich das bewegt. Also wirklich geil. So, das heißt, was wurde jetzt alles geändert? Was? Können wir hier von der Theorie her aufmachen oder ist es schwierig gerade? Das geht. Oh,
Also an sich sind die Kotflügel, also die vorderen Längsträger rechts und links, wo die Kotflügel drauf sitzen, sind nur noch die Außenbleche. Ja? Dann ist der ganze Vorderwagen abgesägt, aber komplett. Und die haben wir nur genommen, damit das Kotflügel maßschön steht, weißt du? Paul würde jetzt sagen, Dreiviertelchassis. Ja, genau. Ihnen ist das Dreiviertelchassis. Genau. Und das heißt, das hier ist jetzt alles A6. Ja, A5, A6 ist identisch. Domabstand wie beim A6er geblieben? Alles identisch. Das heißt, erstmal original reingesteckt und dann drumherum gebaut? Nee, also wir haben den unteren Achsträger genommen, haben dann die Position wirklich vermessen und haben dann die Döme in den Raum gebaut im Verhältnis zu der unteren Achse. Was ich extrem sympathisch fand im Video, wie ihr jetzt Schurz einstellen könnt. Wenn du einfach losmachst. Ja, was ja sonst nicht geht. Ja, genau. Und jetzt können wir hier den Sturz einstellen. Aber bei der Vorderachse von der Kinematik ist es eh jetzt nicht so empfehlenswert, da jetzt in den Sturzvollsbohr reinzugehen. Ja. Geil, ne? Erfolg, ich finde, es sieht doch noch ultra geil aus. Ja, genau. So in Schwarz-Matt, die Scheinwerfer so, auch so mit dem Strich drin und so. Erst wollten wir auch nur ein Auge machen. Und dann haben wir, nee, komm, wir machen zwei. Und dann eigentlich weiß eins, eins schwarz, aber so sieht es am besten aus. Ja. Alles in Schwarz. Wäre geil. Aber auch in Schwarz, geht ja nur schwarz. Wäre geil. Aber deine Idee unten runter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis um 10:02. Nein, aber wir sind auch sehr zufrieden. Das Gefühl in dem Moment, wo das Auto von der Bühne kam, das erste Mal und ich habe gelenkt. Das war wirklich krass. Hast du gleich gemerkt, dass halt jetzt so fährt und lenkt. Perfekt sogar. Also mit der A-Klassen elektrischen Servopumpe in Verbindung mit dem Lenkgetriebe und all dem, das war so. Dieses Auto hat ja quasi anderthalb Jahre lang nicht gelenkt. Und dann lenkt das Auto, dasselbe Auto, das war schon toll. Das war krass, wie voll dieser Motorraum jetzt mittlerweile auch ist. Mhm. Ist ja wirklich, wenn du von hier guckst, ist das Ding einfach Platz, genau. Voll. Genau. Dafür haben wir relativ wenig vorne dran. Also wenn man den vorne wegnimmt, haben wir wirklich nur diese beiden Wasserkühler für den Ladeluftkühler vorne rechts und links. Und bei Wasser für den Motor ist alles jetzt hinten. Was denkst du, wie viel Luft hier reingeht? Also ist das so, dass das so dran vorbeiströmt? Nein. Und reinströmt, oder? Nein, nein. Also wie du siehst, haben wir es ja etwas umpositioniert. Also es ist ja korrekt wäre es, wenn es ein bisschen tiefer wäre. Mhm. Korrekt, schöner wäre es auch, wenn es ein bisschen weiter vorne wäre. Nur, ja, das heißt, wir mussten ein bisschen nach hinten. Dazu kommt, wahrscheinlich werde ich mir hier noch so eine kleine Plastikleiste bauen, dass der Fahrtwind, der so kommt, hier einen kleinen Venturi-Effekt erzeugen wird, dass er ein bisschen zieht. Aber es dient eigentlich mehr, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen in meinem Kopf bis jetzt. Und das wird auch, denke ich, funktionieren. Wir brauchen erstmal Luft, die in der Lage ist, dorthin zu kommen. Und je schneller das Auto fährt, umso weniger wird der Effekt sein, weil die Windschutzscheibe und die Front des Autos baut er halt so einen Überdruckbereich auf, wo dann halt die Luft nicht mehr am Fahrzeug vorbeizieht. Aber echt so eine kleine Kante meins bringt ja schon so viel? Ja, ja, ja. Übers Dach zu gehen war keine Option? Würde das Auto gleich kaputt machen, ob das Nein, aber übers Dach ist die gleiche Scheiße wie an der Seite. Und übers Dach ist eigentlich der Punkt da. Ne? So, und dann ist es hinten eigentlich ganz, ganz smart gemacht. Geil, wie du auch auf jeden Fall Freude an die Füße gefunden hast. Ja, Fahrrad, tierisch. Also, die Luft geht durch. Wir haben zwei große Spal-Ventilatoren, die auf den Kühlern sitzen. Genau. So, jetzt ist der Diffusor so lang. Es geht hier durch und er wird hier und hier durch zieht er dann die Luft dementsprechend raus. Ich denke, dass das hier mehr Kühlleistung bringt als das, was du vorne siehst. Das ist ja ein riesen Wasserkühler. Riesig. Ja, das ist die Idee, in der Theorie. Aber du weißt ja selbst, es ist ja kein Auto, was jetzt, also wir wollen damit Rundstrecke auch fahren und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen mit Wasser. Wenn es nicht klappt, müssen wir haben Platz für vorne noch einen Wasserkühler. Nur dann weißt du ja auch, dass die Pumpleistung muss ja passen zu der Wegstrecke im Kühler. Ja. Vorhin, der hat jetzt ja auch einen riesen Wasserhaushalt. Ne? Was wären da jetzt? Das ist halt 20 Liter Wasser oder so bestimmt. Ja. Was ich jetzt geil finde im Auto, so wie es hier steht, müsste es ja theoretisch alles können.
So, weil wir haben jetzt die richtige Vorderachse drin, den richtigen Motor, das richtige Diff hinten, das richtige Getriebe. Falscher Turbolader. Ja, falscher Turbolader. Aber da, da kann man ja ändern. Genau. Und da überlegen wir uns auch, dass man das Auto vielleicht in verschiedene Konfigurationen fährt. Weil wie das Auto jetzt so ist, stell dir vor, du hast so einen Xona-Lader drauf, einen relativ kleinen. Was so, meinst du, was das für ein Tier ist? So ein 800 PS-Lader. Alter, Alter. Ja, für Rundstrecke ist es so natürlich... Scheiße, ja, gar nicht nutzbar. Viel zu groß. Viel zu groß. Aber mit so einem Xona-Lader, so, so einen 800, 750 PS, 800 PS-Ding, sexy. Vor allem mit dem Hubraum und dem Motor. Boah. Weil dann ist das ja wirklich so ein Lader, der kommt bei 3,5 und fährt bis 9 8, oder so. Ja. Was ist jetzt, der Motor hat Ben jetzt komplett gebaut? Ja. Und er sagt, all in, alles was geht, läuft. Ich denke, der wird so können, solide 13. Und die wollte auch mal angasen, jetzt mal mit dem Lader, ja. Ich weiß nicht mehr, ich war immer so heiß drauf, 47er Lader, weißt du, dieses dicke Schwein. Aber beim Zusammenbauen wieder, was wir für einen Kampf haben, ja. Das Ding zu positionieren. Und du weißt selbst, es gibt so viele geile Lader, die 1000 machen. Das sind 300 PS Unterschied. Plus dieser 1000 PS Lader gibt dir echte 3000 Umdrehungen früher Leistung. Dass ich wirklich am Überlegen bin, ob der rausfliegt. Aber es sieht geil aus. Es sieht brutal aus. Deswegen. Oder auch ein Biturbo. Oder auch mal. Fährt immer mit. Oder auch mal ein Biturbo bauen. Das machen ja, macht ja fast keiner. Ja. Aber dann würde ich auch eher auf einen so einen, keine Ahnung, so einen großen Zona, großen GT35 so. Ja, genau, genau. Weil das wird schon gut. Das wird schon gut fahren. Nee. Aber ich bin schon sehr happy. Sehr happy und so. Der mit dem Lader ist so das Einzige, was an dem Auto jetzt gerade nicht so sportlich ist. Der ist Hass und der Power, aber so sportlich ist er nicht wirklich. Aber hättest du gedacht am Anfang, als ihr das Auto angefangen hat, dass es am Ende jetzt so wird? Ja. Hatte man schon so, weil du hattest ja immer, deswegen der Name auch Super Golf, es sollte halt immer ja. Einfach so werden, wie na, es also, halt ich glaube, das ist immer so schwierig für mich, das so gut rüberzubringen. Aber wenn wir Projekte anfangen, weiß ich immer, wie sie fertig sind. Bis auf die Vorderachse bei dem, deswegen war ich da auch so enttäuscht von mir. Aber wie die Autos aussehen und was sie nachher machen, das weiß ich eigentlich vorher. Aber jetzt weißt du immerhin, dass du immer einfach absägen kannst, neue Vorderachse rein. Und viel einfacher. Viel einfacher. Nee, aber er ist halt zum Beispiel auch, finde ich, so ein... Ja. Ist für mich definitiv eins der krassesten Innenräume, die ich hier gesehen habe. Ja. Wir fahren mal eine Runde damit. Wenn du drin bist... Ich weiß nicht, ob ich das will. Doch. Weil es wahrscheinlich zu gut und zu perfekt einfach wäre. Ist echt krass. Also ich sage, das ist der beste Antriebsstrang der Welt fürs Tuning, Punkt. In Verbindung auch mit dem besten Getriebe, Punkt. Weil du kannst machen von 600 Sauger bis hin zu 3.500. Wo? Ja. Und du fährst ja das Getriebe noch bis 2.000. Und es fährt immer noch wie Serienauto. Ja. Man muss halt nur, einzig was man dazu sagen muss, man fängt halt schon budgetmäßig relativ weit oben an. Aber wenn man einfach nur ein bisschen rechnen kann, Einfach nur ein bisschen rechnen kann. Ja. Nein, eigentlich nicht. Du musst in der Lage sein, den ersten Schritt zu machen. Weil wie viele Jungs in die R32 Golf 2 oder sowas in der R8 reingeladen haben am Ende des Tages. Das ist brutal. Und wenn du wirklich nur ein zügiges Auto willst und jetzt mit den Jungs mit LCE zusammen, dem TÜV und der S-Engineer ist, ne, und das ist so krass, wie legal schnell du fahren darfst. Wahnsinn. Folgendes ist es ja am Ende bei jedem Auto so, egal ob es eine S4, eine Supra oder ein Porsche Turbo ist, erstmal Auto kaufen und bis du bei 1000 PS bist. Ja. Hast du kaputt gemacht? Genau. Stress? Das stimmt schon. Wenn es das angeht, klar ist das natürlich eine Basis. Das ist hier nicht. Wie bist du auf das Blaue gekommen? Ich arbeite mit, also Zettel ist eine Firma, die wirklich schwer zu vergleichen ist mit anderen Sattlern. Ne? Das ist wirklich Next Level. Und da habe ich ganz viel, wir werden auch noch andere Projekte machen, ganz viele Möglichkeiten. Und dann, wenn die so eine Firma sagt, Jean-Pierre, du kannst jede Farbe machen. Und eigentlich wollten wir zeigen, wie das jeder gemacht wird. Ne? Hatten wir auch einen Termin, aber dann war Corona alles schwierig. Dass man zeigt, wie das Leder gefärbt wird. Und dann kann man wirklich alles machen. Ich kann euch mal vorwarnen, es wird schlimmer. Noch schlimmer? Ja. Weil jeder normale Mensch hätte ja gedacht, dass er eine Scheiße aussieht. Ja. Eigentlich von der Farbe her. Aber ist geil. Aber es sieht halt wirklich, gerade in Kombination mit dem schwarzen Auto irgendwie. Und den Sitzen. So alles. Ja, mit dem Ding müssen wir auf jeden Fall noch eine Runde fahren. Ja, und es ist echt schnell. Alles wirklich schnell. Was fährt der mit der eingetragenen Leistung? Fährt das Ding trotzdem schon 4 Sekunden irgendwas, ne? 4, 6, 4, 7 so. Überleg mal, ne? Wie schnell. Ja. Ja, für ein V10. Ja, das ist schon schnell auf jeden Fall, aber du weißt ja, was geht so. Was fährt der McLaren 27S-Serie? 4,7, ne? Ja. Ähnlich. Gleich, ja. Was? Ja.
Aber er braucht 100 PS mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Schwerer. Allrad, Verlust. Ja, ja. Und er ist schwer. Wir haben ihn gewogen und er wog 1870 Kilo oder sowas. Oder 1800 Kilo. Das ist komplett geisteskrank. Das ist eine echte fette Kuh. Wie ein GTR wiegt der? Turbo Kit hat echt. Da kriegt er etwas auf den Rücken drauf. Was? Okay. Ich glaube, wir kriegen wieder Ärger. Ja. Eine Frage. Ja. Danke fürs Video. Ja, gerne. Tschüss. 2 Minuten, meine Damen. 2 Minuten? Ja, weil ich bin ein bisschen bekannter hier als ihr. Geht immer ein bisschen zur Seite, mal bitte, da mal. Ja, wir drehen hier, Mensch. Geh mal zur Seite.